Radfahren war richtig toll. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Die Gattin aus Hause Johnson Falk ist auch wieder da. Hallo und guten Morgen. Ja, bist du gut angekommen? Ich bin gestern Abend gut angekommen, wieder aus England. Und ich habe jetzt Jetlag. Wow, ich weiß nicht, was heute ist. Es ist jetzt 9 und ich fühle mich so musplatt, sage ich euch. Ich weiß gar nicht warum. Das ist richtig schlimm. Ich muss jetzt gleich erstmal duschen gehen. Wir hatten uns aber hier schon richtig angezogen, weil wir zum Bäcker gegangen sind. Und jetzt bin ich gerade im Koffer auspacken. Ich mag sowas auch immer gerne direkt machen, dann ist es nämlich direkt erledigt. Nee? Ja, ich mache dir jetzt mal einen Mate-Tee oder Danke. Sowas. Danke. Wir haben nämlich noch so Mate-Tee-Beutel. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die mal beim DM gekauft oder sowas. Vor längerer Zeit schon mal. So, ich hoffe, die sind auch gut. Dann werde ich die jetzt einfach aufkochen, vielleicht abkühlen lassen. Zucker rein oder so, dann hat es auch seine Wirkung. Ich habe hier rein jetzt einfach zwei so Beutel reingemacht und habe das nicht ganz voll gemacht, weil ich mache jetzt hier einfach so ein stärkeres Konzentrat und fülle das dann mit kaltem Wasser auf, weil eigentlich will man das ja lieber kalt trinken. Zumindest schmeckt mir so kalter Mate-Tee besser als irgendwie warmer. Und habt ihr es gesehen? Ich habe mir die Haare schneiden lassen gestern. Ja, ich habe jetzt nicht geduscht heute Morgen, deshalb sind die so ein bisschen verlegen. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und fertig ist der Tee. Ich habe jetzt noch eine Zitrone ausgepresst und reingemacht und 2 Teelöffel Zucker reingemacht. Wir sind im Büro unterwegs und planen einige Sachen. Unter anderem fahren wir bald Anfang Mai wieder nach Lübeck, um an der nächsten Kollektion zu arbeiten und an neuen Sachen und sowas für 5 Tage. Und wir hatten uns wieder überlegt, wie wir hochfahren. Wir sind ja einmal im Zug und einmal im Auto gefahren. Und wir haben jetzt, also wie lange ist es noch? 2-3 Wochen oder sowas bis dahin? Genau. Also schon relativ knapp, aber es geht ja eigentlich noch. Und ich habe bei der Deutschen Bahn geguckt, was es kostet. Und da kostet es irgendwie pro Person 200 Euro hin und zurück. Und jetzt haben wir bei Quixit, keine Ahnung, wie man es ausspricht, geschaut. Und da ist es einfach viel günstiger. Also es ist richtig cool. Ich weiß gar nicht, wie die es machen. Kaufen die dann ein bestimmtes Kontingent ein und können es dann... Mit Sicherheit, stimmt. Wahrscheinlich kaufen die halt einfach... Oder die suchen halt so super Deals raus, weil jetzt fahren wir halt super Sparpreis, sprich man darf auf keinen Fall den Zug verpassen und Stornierung geht halt auch nicht. Also ich glaube, bei Sparpreis kannst du noch eine Weile lang stornieren, super Sparpreis kannst du gar nicht mehr stornieren. Also wenn wir das jetzt gebucht haben, dann fahren wir hin, aber wir wollen ja auch auf jeden Fall hinfahren. Ja, eben. Und den Zug verpassen, das sollte man ja vielleicht gerade noch hinkriegen, das nicht zu machen. Und wir müssen auch nur einmal umsteigen in Hamburg. Ja, das ist halt mega geil. Da fährt man gute 5 Stunden am Stück von Stuttgart nach Hamburg. Das ist halt, das ist das Beste, finde ich. Das ist, was mich auch am meisten stört am Zugfahren, wenn man irgendwie eine blöde Strecke hat durch Deutschland, wenn man dann mehrmals umsteigen muss. Aber wenn man halt so eine Verbindung hat, ist es halt so entspannt. Ja. Setzt sich rein, kannst entweder schlafen, was arbeiten, was lesen, keine Ahnung. Ja, das ist voll gut. Und vor allem die Strecke ist mit dem Auto halt echt der volle Horror. Also da ist halt eine Baustelle nach der anderen. Ich glaube, da bräuchten wir im Auto schon so 9 Stunden. In der Zeit kann man auch noch in England fahren, wenn man möchte. Ja, und wir zahlen jetzt 255 Euro. Also das ist wirklich auch echt sehr günstig. Das kriegt man zu zweit mit dem Auto auch nicht hin. Also wenn man wirklich sagt, man rechnet auch Verschleiß rein und sowas. Ja. Und ja, zu zweit ist natürlich Bahnfahren noch besser. Aber irgendwann, also ich glaube, zu dritt ist dann schon die Grenze, dass das Auto dann irgendwann nachhaltiger ist. Ja, du könntest ja eigentlich auch mal eine Bahncard holen. Ich habe nämlich eine Bahncard. Irgendwie, ich habe die schon seit Jahren und dann habe ich immer vergessen, sie zu kündigen und dann, ich weiß nicht, warum, ist das so unter 27 oder so, ist sie noch günstig, auf jeden Fall kostet, das ist eine Bahncard 50 und die kostet 69 Euro. Was? Mhm. Auf alle kostet die 250 oder sowas. Vielleicht kostet die bei dir auch 250 und du merkst es nicht. Nein, ich habe neulich Rechnung gekriegt, 69,90 Euro, keine Ahnung warum. Vielleicht denken die, du bist noch Studentin. Nee, aber da musst du ja immer so ein Ding hinschicken, ne, immer... Keine Ahnung. Jetzt buche ich das mal nicht, dass es verfällt. Ja. Wir sind am Mittagessen machen und es gibt einen Salat mit Spezialsößchen. Also so sieht das aus. Also einfach eine Knoblauchzehe, eine ziemlich große Knoblauchzehe,
Tomaten 2 Stück, Balsamico-Essig, Öl, Salz, Pfeffer und Balsamico-Creme. Und dann einfach draufstellen, auf jeden Fall Deckel drauf. Und dann können wir anmachen. Uiuiui. Und jetzt schaut einfach mal, wie cremig das ist. Das ist so geil, so dickflüssig und cremig durch diese Tomaten. Dieser Sound. Und fertig ist der Salat. Da ist noch schwarze Bohnen drin, so eine ganze Dose. Die geben gut Power. So, setzen wir uns raus, mein Schatz. Ja. Was machen Sie? Ich entkalke hier noch kurz was. Das Glas oder was? Ja, da hatten wir die Pflanzen drin und das hat so einen Kalkrand gegeben. Trotz Spülmaschine. Das mache ich da. Zitronensäure, Natron und Wasser. Jetzt auch mal persönlich, hallo. Ich hatte meine Haare noch geföhnt. Ich habe heute so eine, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich habe so eine Kur benutzt und jetzt sind die hier unten so strähnig. Die sehen fast ein bisschen fettig aus. Ich hasse sowas. Ich weiß nicht, ob ich sie nicht richtig ausgewaschen habe oder ob die zu reichhaltig war für meine Haare. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall schön Mittagspause gemacht. Und ich muss mich jetzt noch ein paar Computersachen setzen. Und da müssen wir, gell, ich glaube, wir müssen auch bald rausgehen. Da hinten kommen nämlich schon die Wolken. Die nächsten Tage soll das Wetter richtig schlecht werden. Und heute soll es noch schön sein, deswegen wollten wir noch ein bisschen Fahrrad fahren gehen. Aber langsam wird der Himmel schon weiß. Eigentlich ist angekündigt heute Abend spitze. Noch besser als zuvor. Echt? Aber man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Außerdem ist gerade wieder unsere neue Etepetete-Box angekommen. Hier, da drin ist übrigens Salat. Wir dachten erst so, was ist das? Dann sind da Radieschen drin. Und hier haben wir ein bisschen Obst, Äpfel und Mandarinen oder so kleine Orangen. Das ist so eine Cherimoya, heißen die, glaube ich. Ist so eine Mischung aus Birne und Vanille, der Geschmack. So richtig verrückt, sind so große schwarze Kerne drin. Bananen. Hier haben wir wieder Avocados in Sondergröße. Ich meine, die da unten waren noch kleiner, habe ich gesehen. Guckt mal, richtig süß. Und noch mehr Äpfel. Und so eine riesen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt eine Grapefruit oder sowas in der Art ist. Eine Pamplemousse. Ja, die sieht aus wie ein Po. ja, genau. Und hier noch ein bisschen weiteres Gemüse. Ach, guck mal, da ist sogar Schnittlauch oder sowas mit drin, gell? Verrückt. Yummy. Das Prinzip von Etepetete haben wir euch ja jetzt schon öfter vorgestellt, weil wir aber immer schön viele Bilder von euch zugeschickt bekommen, von Leuten, die sich jetzt zum Beispiel auch so ein Abo abgeschlossen haben, wollte ich das gerne auch nochmal in diesem Video erwähnen. Also bei Etepetete gibt es sozusagen gerettetes Gemüse, was eben nicht der Norm entspricht und deswegen vielleicht nicht in den Supermarkt kommen würde, weil kein Mensch 2 Euro für so eine Avocado zum Beispiel zahlen würde. Genau, und man kann da ein Abo abschließen und dann eben auch festlegen, in welchem Rhythmus man die Boxen bekommen möchte. Und weil ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, dass Leute gesagt haben, es ist ihnen zu oft, wenn die jede zweite Woche kommt, man kann die Boxen auch pausieren. Das heißt, ihr könntet die pausieren und sie dann erst in 4 Wochen sozusagen bekommen. Aber beim ersten Mal, also wenn man das jetzt neu abschließt, dann kommt die nächste Box schon in 2 Wochen und erst danach kann man das dann pausieren und sich sozusagen wie seinen eigenen Rhythmus kreieren. Nur für all diejenigen von euch, die das nicht wussten. Ihr bekommt einen Rabatt auf eure erste Box. Alle Links und Rabatte und sowas, die wir so dauerhaft haben, findet ihr in der Infobox. Das heißt, wenn euch das interessiert, dann schaut da einfach mal vorbei. So. Ich muss was zeigen. Du musst was zeigen? Ja, wenn wir gerade schon bei Gemüse sind. Es tut sich was im Mandergarten. Es tut sich was im Mandergarten. Ich freue mich so sehr auf diese Saison. Ich mich auch. Kommt mit einem zweiten Gewächshaus. Und jetzt schaut mal, der schöne Brokkoli, da kommen einfach schon die ersten Keimlinge raus und auch beim Grünkohl, mega cool. Hier bei Zucchini und beim Spinat tut sich noch nichts, aber wie krass, dass hier jetzt einfach schon der Brokkoli kommt und Salat geht auch mega ab. Ich habe hier, ja die hinten sind noch ein bisschen nah beieinander hier, das geht einigermaßen. Ich setze die wahrscheinlich noch um und tue die dann nachher auch irgendwo da dazwischen. Und ich finde das so krass, wenn man mal Gemüse von null an hochzieht quasi, merkt man erstmal, wie lange das wirklich dauert und dass es halt echt einfach Pflanzen sind, die eine Zeit lang brauchen, bis sie groß werden und bis man sie dann essen kann und sowas. Also wenn man das mal selber gemacht hat, wertschätzt man viel mehr so das Gemüse danach, wenn man denkt, wow, das ist halt auch mal wirklich gewachsen. Wenn man das nie gesehen hat, dann geht man in den Supermarkt und denkt sich, ja gut, die 29 Cent Gurke oder sowas, aber es ist halt auch einfach eine Pflanze, die gewachsen ist und was ich dann
Dann habe ich mir gerade nochmal mehr Gedanken gemacht, wie krass es einfach ist, dass wir die meisten Gemüsesachen einfach anbauen, um die Tiere zu ernähren. Und das sind ja auch einfach Pflanzen, die wachsen müssen. Und am Ende essen wir halt dann irgendwie die Tiere. Das ist schon crazy, wenn man so sieht, wie lange eine Pflanze braucht. Und dann füttern wir einfach die Tiere damit. Ja, das fand ich, wenn man sich so das vorstellt und das alles sieht, ist es schon crazy, dass wir sowas tun. Wir müssen gerade mal Mine wieder wiegen. Mal schauen, was er auf die Waage bringt, der Gute. Ist nicht so einfach. Nee. Und wir haben halt auch keine Personenwaage. 4 Kilo, würde ich sagen. Ja. Ja. Wo ist der Dicke? Der schläft da. Wo? Da. Du Chiller, du musst jetzt auch auf die Waage. Du musst gucken. Ja, ja, ich guck. Man, ihr kennt's nicht. Oh, sie ist ausgegangen, die blöde Waage. Scheiße. Nein, sie ist an. Error? Die geht immer wieder auf Error. Hey. Mimi. Hallo. Mensch, Becky. Hallo. Bin ich gestört, gell? Komm, rauf mit dir auf die Waage. Psst, psst, psst. Das kann das nicht mehr, aber das kann doch nicht sein. Ja, aber die geht bis 10 Kilo eigentlich. Mimi, 10 bis... Er war perfekt drauf. Kann nicht sein, oder? Unsere Waage, ich glaube, kaputt gemacht. Mimi, bist du zu schwer für unsere Waage? Mimi, du hast unsere Waage kaputt gemacht. Es ist immer wieder auf Error. Ist jetzt zu schwer. Es ist auf Error. Hä? Verstehe das nicht. Also Mimi können wir tatsächlich nicht mehr wiegen, wenn er zu schwer ist für die Waage, wenn die Waage nur bis 5 geht. Ich glaube, Mimi wiegt 5,5. Wahrscheinlich, oder? Wäre so meine Vermutung. Ja. Ich glaube, schwerer ist er nicht. Nee, nicht, so schwer ist er auch nicht. Nee, nee. Alter Falter, hey. Manch einen Hund will er auf jeden Fall locker platt machen, wenn er sich draufsetzt. Nee, nicht so Angst vor jedem Hund, glaube ich. Wir haben unsere Radsachen an. Denn es geht los, endlich mal wieder biken. Es ist für dich das erste Mal, gell? Also nicht in deinem Leben natürlich, aber jetzt heute, diese Saison, ich glaube schon. Ja. Also wir können ja nicht zählen, wenn wir mal zum Aldi gefahren sind oder sowas. Doch, doch, das zählen wir auch, also große Radtour. Ja, wahrscheinlich ist das erste Mal. Ja, und so. Wir haben hier Mimi. DJ I Osmo oder sowas heißt das. Habe ich von Michi ausgeliehen, der hat sich das Teil gekauft und hat gefragt, ob ich es nicht mal testen will. Und das machen wir jetzt mal. Ich bin sehr gespannt, das ist einfach verrückt. Dieses kleine Mini-Teil hat einfach hier so ein Gimbal drin und sowas. Bin sehr gespannt, ob das was kann oder nicht. Soll ich die Tür zumachen? Ja, bitte. Ich mache ihn ein bisschen filmen. Mega Spaß gemacht und wir sind total schön über die Wiesen und durch den Wald gesaust und Radfahren macht mir tatsächlich von diesen ganzen Sachen, die man hier so machen kann, am meisten Spaß, weil ich schon zu Alex gesagt habe, da kann ich mithalten, ohne dass er dann am Ende so sagt, ja, ich gehe dann mal noch eine Runde, so wie wenn wir zum Beispiel mal zusammen laufen sind, weil eben das dann einfach natürlich viel zu langsam ist und Radfahren, das geht dann wenigstens so, dass, oder war es für dich gar nicht anstrengend? Doch, ein bisschen schon. Naja, aber jetzt... Es war, so es war mega jetzt anstrengend auch nicht, war es jetzt auch nicht, oder? Ja. Für dich auch nicht. Aber nicht so, dass du das Bedürfnis hattest, dich jetzt noch mehr zu bewegen. Nö, heute jetzt auf jeden Fall nicht. Also so für abends war das doch... Ja, wenn wir so am Wochenende, hättest du doch auch Bock, länger zu fahren, oder? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall waren wir ein schönes Stündchen unterwegs und jetzt machen wir was zu essen. Und zwar gibt es bei uns Maultaschen. Erst haben wir überlegt, ob wir grillen. Ich hatte eigentlich voll Bock auf Grillen. Aber dann hätten wir, also wir waren mit den Rädern noch kurz beim Supermarkt und dann hätten wir so mega viel kaufen müssen, weil hier war jetzt zum Beispiel nicht so viel Gemüse drin, diesmal war eher Obst und wir haben kein Gemüse mehr, glaube ich. Also vielleicht noch so eine Zucchini
und 2 Kartoffeln oder so. Da werden wir nicht so wirklich satt. Der hat heute so Probleme. Ich weiß nicht, warum der die ganze Zeit miaut. Was denn? Wir sind alle im Wohnzimmer. Komm! Ja, komm! Ich habe hier den Schrank aufgemacht. Manchmal habe ich das Gefühl, er findet seinen Klo nicht. So, schaut euch mal diese Schmonze hier an. Wir haben diesen... Oh, jetzt habe ich gerade gewischt. Wir haben diesmal Gemüsebrühe und noch ein bisschen Sahne dazu gibt. Alter, okay, filmen und ich kann es nicht gleichzeitig. Tut mir sehr leid. Ich kann nicht. Also auf jeden Fall ist deswegen so eine leckere Schmonz. Komm, ich mach das jetzt drauf geworden. Und dann, falls nochmal was rein plumpst, dann? Dann muss man nicht zweimal nochmal putzen. Du bist so klug. K-L-U-K. Ich habe uns in England übrigens eine Kerze gekauft. Die hat so einen Holzdocht. Ich liebe das. Also wenn ihr gute Kerzenmarken kennt mit Holzdocht, dann schreibt das sehr gerne mal in die Kommentare. Tipps sind immer herzlich willkommen. Ich bin ein großer Duftkerzenfan. Und vor allem mit diesem Holzdocht, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Das ist eine super schöne Aufnahme von mir gerade. Auf jeden Fall knistert das ein ganz kleines bisschen. Wir hatten mal welche von Makers of Wax Goods, hießen die, glaube ich. Habe ich vor Jahren mal bei TK Maxx gekauft. Aber die sind leider alle leer. Und die haben richtig gut gerochen. Oh mein Gott. Und auch so richtig schöne Feuerholzgeräusche gemacht. Jetzt ein bisschen leiser. Kann gerade noch nichts riechen. Es ist Freitagmorgen, nicht mehr ganz morgen. Ich wollte euch mal kurz nochmal ein Update geben, bevor wir den Vlog fertig machen von den neuen Pflanzen da draußen. Es ist krass, über Nacht sind schon wieder welche gekommen. Und wie ihr sehen könnt, hat es jetzt geregnet heute Nacht und es ist auch echt kalt. Deshalb hoffe ich, passiert nichts. Bitte schaut mal, beim Spinat tut sich jetzt auch was. Die sind einfach über Nacht rausgekommen und Brokkoli ist auch schon ein bisschen weiter draußen. Hier auch der Grünkohl. Und da, Zucchini ist bis jetzt noch nichts, zumindest, nee, ich erkenne nichts. Das sind auch die größten Kerne, vielleicht brauchen die dann auch am längsten, bis sie irgendwie aufgehen, im Vergleich zu den kleinen. Okay, jetzt muss ich aber schnell zumachen, dass da drin irgendwie warm bleibt. Und an dieser Stelle beenden wir den Vlog. Im nächsten Vlog sind die Pflanzen bestimmt wieder größer. Ja, wobei, so cool. Jetzt ist es richtig frisch. Also jetzt würde ich mich auch freuen, ich meine Pflanze im Gewächshaus, muss ich sagen. Wie kann das eigentlich, was ist das eigentlich Verrücktes? Gestern 25 Grad, heute 10. Ja, wenn überhaupt. Doch, doch, das hat jetzt schon. Es war so kalt, als Alex gerade die Tür aufgemacht hat. Ich so. Okay, ich könnte mir auch was überziehen, muss ja nicht im T-Shirt nochmal. Ne? Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Es wird immer wieder hier jetzt Pflanzen-Updates geben. Wir werden euch dann natürlich voll mitnehmen, wann die erste Ernte losgeht und sowas. Salat, glaube ich, noch ein bisschen. Na, Salat? Ja. Dauert nicht mehr so lang. Salat nicht. Der Rest noch ein kleines bisschen. Ja. Macht's gut. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.